das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten, teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Von 1955 bis 1961 filmte ein Kamerateam in ganz Bayern, auch in Neugablonz, ein damals neu gegründeter Stadtteil von Kaufbeuren im Allgäu. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Digitalisiert nehmen wir den Film nach 60 Jahren wieder mit nach Neugablonz. Wie hat sich der damals gegründete Ort entwickelt? Was ist aus den vertriebenen Familien geworden, die hier eine neue Heimat gefunden haben? Heute sollt ihr nun einmal kennenlernen, wie unsere Siedlung Neugablonz entstand und wie sie wuchs. Wie ihr ja alle wisst, haben eure Eltern früher in der alten Heimat zu Hause in Gablonz an der Neiße gewohnt. Mit einem Aufruf in der Allgäuer Zeitung haben wir nach den Schülern von damals gesucht. Und daraufhin einen Anruf von Gudrun Jung erhalten. Einer der Schüler war ein Spielkamerad ihres Mannes Günther. Das ist der Liebig-Bertel. Also der ist so markant, das Gesicht, sage ich. Und da habe ich mir das durchgelesen, da habe ich gesagt, ach komm, da rufen wir da an, weil er wohnt in Memmingen, da hat er ja diesen Artikel nicht. Und ich weiß nicht, ob seine Schwester, die Gerlinde eben das auch, ob die den Allgäuer also hat. Und die wohnt noch hier. Die wohnt noch da, ja. Da können wir also dann zu Fuß, könnten wir dann überlaufen. Schon nach wenigen Metern entdecken wir einen Drehort aus dem Film von 1957. Den Durchgang zur alten Wache. Das war dieser Durchgang. Der war in dem Film. War das, wo die Äpfel standen und Bananen, wo die Leute durchgegangen sind. Das war dieser Durchgang. Die alte Wache war der Eingang zum Gelände der Dynamit AG. Die geheime Munitions- und Sprengstofffabrik lag bis 1945 hier, mitten im Wald versteckt. Als die Amerikaner sie entdeckten, sprengten sie die Anlagen. Ausgerechnet hier fanden die vertriebenen Sudetendeutschen 1946 eine neue Heimat. In mühsamer Handarbeit mussten die ersten Siedler die zerstörten Bunkeranlagen beseitigen. Die sogenannten Papageienhäusel gehören zu den ersten Gebäuden in Neugablonz. Hier wohnt die Schwester des Schülers, mit dem wir verabredet sind, Berthold Liebig. Da kommt er ja, da kommt er ja. Wir sollen gehen. Das ist der Bertel. Das ist der vom Foto. Alter Kamerad von früher. Geht auf. Jawohl. So, grüß Gott. Hallo. Berthold Liebig ist Zahnarzt und Kieferchirurg in Memmingen. Er hat 2 Söhne und 6 Enkelkinder. Das ist der Maximilian. Schaut er nicht genauso aus wie auf dem Foto? Werden Sie Ihren Opa auf dem alten Film wiedererkennen? Ist er mit Ton? Ein bisschen Ton ist da. Können Sie es erkennen? Ja, das ist der Rektor. Wir sollten uns einmal kennenlernen, wie unsere Siedlung Neugablonz entstand und wie sie wuchs. So sind wir da drin gesessen, schau. Das ist ja direkt spannend. Ist das doof? Nee. Jetzt pass auf. Jetzt da lach hier. Siehst da du? Ist er. Da. Siehst du, da ist er. Der ist so fast. Hast du ihn erkannt? Gesehen. Schön. Hat er schön aufgepasst. Schön. Können Sie sich an die Situation ja jetzt wieder erinnern, oder? Ich weiß nicht. Meistens hat man ganz andere Gedanken gehabt. Sein Enkel ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Ob er auch die Leidenschaft seines Opas für Autos geerbt hat? Ja, das ist das Auto von meinem Papa. Und das ist jetzt das Original aus Ihrer Kindheit, oder ja, was? Können Sie sich noch erinnern, wie er das gekauft hat? Ja, nee, klar. Wie alt waren Sie da? 6. Ich meine, das 54, da war ich 6 Jahre. Mit dem Auto habe ich Autofahren gelernt. Mit dem bin ich auch mal schwarz gefahren auf der Straße. Hier in Neugablonz? Ja, ja.
Ja, ja. Okay, und den hat Ihr Vater nie verkauft? Nein, nein, nein. Warum nicht? Nö, weil das machen wir nicht. Das machen Sie nicht. Das heißt, wenn Sie ein neues Auto kaufen, behalten Sie das erstmal. Ja, ich habe bis auf zwei Autos alle meine Autos noch. Wie viele Autos haben Sie dann? Sage ich lieber nicht. Ja. Auch seine Frau Irmgard hat uns die genaue Anzahl nicht verraten. Beide organisieren gerade ein Käfertreffen in Memmingen und müssen schnell weiter. Finden wir noch weitere Schüler aus dem Film? Gudrun und Günter Jung führen uns ins Isergebirgsmuseum im Gablonzer Haus, dem Zentrum für die Geschichte der Vertriebenen, zu Archivar Thomas Schönhoff. Und wie heißt Gablonz jetzt? Jablonetz. Jablonetz. Ist ja, da steckt ja das Wort Apfel drin. Im Tschechischen Jablko ist Apfel. Und Gablonz müsste eigentlich, wenn Sie es deutsch sagen, und Apfelstadt heißen. Ich habe euch hier ein kleines Bild hergehängt. Da seht ihr die alte Stadt Gablonz. Darüber etwas größer der Rüdiger Brunnen. Der Rüdiger Brunnen. Bis 1945 war er das Wahrzeichen des alten Gablonz. 1968 kauften ihn die Neugablonzer den Tschechen ab und stellten ihn hier im Allgäu vor ihrer neuen Kirche wieder auf. Thomas Schönhoff pflegt die Kontakte zu den alten Gablonzer Familien. Er versucht, noch jemand für uns zu finden, der sich an die Dreharbeiten von 1957 erinnern kann. Und tatsächlich bekommt er einen Tipp. Werner Zimmermann war mit Berthold Liebig in der gleichen Klasse. Herr Zimmermann, wir haben gehört, Sie könnten auf diesem Film sein. Könnte sein. Ich weiß es nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe. Leider nicht. Also Sie können sich aber an Dreharbeiten erinnern. Da kann ich mich noch erinnern, weil mir damals war es eine Sensation im Fernsehen, dass in der Klasse war. Und da waren wir ja alle ganz stolz damals drauf. Nach 60 Jahren sieht Werner Zimmermann nun zum ersten Mal die Aufnahmen. Ah, da können wir es genau. Die Sendung Abendläuten in Neugablonz begann 1957 mit einem ausgiebigen Glockenläuten der katholischen Herz-Jesu-Kirche. Doch schon nach den ersten Bildern fällt Thomas Schönhoff etwas ziemlich Erstaunliches auf. Da läutet eine Glocke am Anfang, aber die Kirche hatte damals keine. Das weiß ich hundertprozentig, weil die Glockenweihe war 58. Und man sieht ja auch, dass das leer ist im Turm. Weil der Klang ist auch anders. Das ist nicht unsere Glocke. Das hört man. Wahrscheinlich haben sie eine eingespielt, nehme ich an. Sowas könnte sich das Fernsehen heute nicht mehr erlauben. Jetzt wird es spannend. Nicht alle Schüler sind im Bild. Ob Werner Zimmermann zu sehen sein wird? Die Stadt selbst hat einen. Heinrich Wolfi ist es. Die Hausschuhe. Ja. Das bin ich. Ja. Ja. Wie ich aufmerksam zugeschaut habe. Ja, ja. Ja, super. Damals besuchte Werner Zimmermann die dritte Klasse der gerade neu eröffneten Läutl-Schule. Danach ging er auf die Neugablonzer Glasfachschule und wurde Glasmaler wie sein Vater und Großvater. Er ist einer der wenigen, die heute noch einen Kleinbetrieb in Neugablonz haben. Früher gab es in fast jedem Haus kleine Familienbetriebe. Seit Generationen war die Gablonzer Industrie bekannt für ihren Modeschmuck, der in die ganze Welt exportiert wurde. Bis die Konkurrenz aus Asien die Gablonzer in den 90ern zu einem Strukturwandel zwang. Das sind Sachen von meinem Großvater. Die sind 70, 80 Jahre alt. Diese Sachen sind von meinen Eltern, die schon hier in Neugablonz hergestellt worden und bemalt worden. Alles mit der Hand gemalt. Dann war eine große Zeit, war auch in Deutschland noch diese Haarschmuckmode. Da habe ich sehr viel gemacht mit den Haarschmuck. Fanartikel für die Fußballvereine. Und das waren alles immer Modeartikel. Ja, da toll. Oben ging mal eine Zeit lang Armreifen, dann haben wir eben Armreifen gemacht, jede Menge. Mhm. Dann konntest du
Broschen verkaufen wollen, so viel du willst, wenn die Mode eben Armreifen waren, dann musstest du eben Armreifen machen. Und ganz schnell umschalten. Ganz schnell umschalten. Und das war früher immer schon die Stärke der Gablonzer Industrie. Gerade hat Werner Zimmermann einen Großauftrag zur Bedruckung von Bauteilen für Kühlschränke. Überwiegend bearbeitet er jetzt Industrieprodukte. So überlebte der von seinem Großvater Gustav in Gablonz gegründete und von seinem Vater Gustl in Neu-Gablonz weitergeführte Betrieb bis heute. Auch wenn Werner heute nur noch selten die alte Technik des Glasmalens ausübt, die er schon als Kind gelernt hat. Wie das freihändige Bemalen exklusiver Knöpfe. Wir sagen Randelmaschinen hießen die. Dann hat man dann da die Farbe genommen. Praktisch so. So nach unten. Fertig. Das hat mein Großvater entwickelt. Das ist Bienenwachs. Das hält den Knopf und hinterlässt keine Rückstände. Das macht man zwar heute noch, aber ganz nur exklusive Sachen. Und da gehen auch keine Stückzahlen mehr. Pressen, stanzen, schneiden, löten, fassen. Das Einmalige an den Gablonzer Schmuckherstellern war und ist, dass sie eine Verbundindustrie sind. Ein Netzwerk aus vielen kleinen und Kleinstbetrieben, die arbeitsteilig organisiert und somit aufeinander angewiesen sind. In Neugablonz war ihr Verbandshaus von Anfang an im alten Werksfeuerhaus der ehemaligen Munitionsfabrik untergebracht. Das Haus der Gablonzer Industrie. Auch heute noch ist sie einer der größten Verbunde herstellender Betriebe. Hier treffen wir Leiter Thomas Nölle und Historiker Manfred Herdegen. Und die Tatsache, dass es neue Gablonz gibt, liegt einzig und allein an der Gablonzer Industrie. Ohne Gablonzer Industrie kein Neugablonz, weil man brauchte einen Punkt, wo man diese ganzen Betriebe möglichst wieder an einer Stelle konzentriert zusammenfassen konnte. Das bedingt einfach dieser Netzwerk- oder Verbundcharakter der Industrie. Aber die Perspektive hat man heute genauso. Den Amerikanern war die geballte Ansiedlung von Vertriebenen ein Dorn im Auge. Für die Verbundindustrie war es aber unerlässlich. Die Entstehung von Neugablonz ist einzigartig in der Geschichte. Entdecken die Schmuckexperten im alten Film vielleicht auch noch ein besonderes Stück? Ja, das haben wir übrigens interessanterweise hier bei uns in der Ausstellung liegen. Das können Sie gleich im Original sehen. Ja, darf ich mal anhalten? Ja, natürlich. Das liegt vorne in der Vitrine. Das ist eine Variante. Ja, das ist es. Nee, es ist es nicht. Weil wir hier einen schwarzen Steinbesatz haben, den haben wir hier nicht. Aber es ist sehr ähnlich. Es ist eine ganz ähnliche Geometrie. Ne? Es kann vielleicht ist es nur eine Farbvariante. Aber sehr wahrscheinlich aus der gleichen Werkstatt. Ja, also da kann man ziemlich drauf wetten. Anfang der 90er Jahre durchlebte die Gablonzer Industrie einen grundlegenden Strukturwandel und entdeckte neue Geschäftsfelder. Es sind fast keine Branchen, die nicht aus der Gablonzindustrie bedient werden. In ihrem Auto sind Teile aus Neugablonz verarbeitet, in ihren Wohnungen und Haushalten finden wir Teile aus Neugablonz. Zeitlang ist das Porsche-Emblem, was auf jedem Porsche vorne drauf war, in ihr Neugablonz gefertigt worden. Und das ist sehr positiv und lässt uns auch sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Seit den 60er Jahren hat sich die Anzahl der Einwohner von Neugablonz kaum verändert. Aber es ist längst keine reine Enklave der Sudetendeutschen mehr. Und gerade gibt es einen kleinen Bauboom. Viele Häuser aus der Gründungszeit werden abgerissen. Die Kirche steht aber unter Denkmalschutz. Und diesmal hören Sie garantiert auch das echte Glockenläuten der Neugablonzer Herz-Jesu-Kirche.